Hallihallo und willkommen zurück zu League of Legends. Wir sind heute mit einem kleinen Experiment unterwegs, wobei so klein kann man den Nasus nicht nennen. Und zwar sind wir mit ihm im Jungle, was eurer Meinung nach sicherlich ein bisschen schwierig wird, aber es funktioniert. Es funktioniert sogar teilweise sehr gut. Und man kann ein wenig stacken im Jungle. Und zwar ganz entspannt, unabhängig davon, ob der Gegner jetzt gut oder schlecht ist. Wir spielen heute mit einem Abonnenten erneut. Bone Crusher spielt Katarina in der Mitte. Heimerdinger geht als Support ins Feld. Das sind Premates. Dann haben wir Tristana als ADC. Ich wollte eigentlich ADC spielen mit Lucian. Da hatten wir auch eine kurze Diskussion. Ja, wer war denn Erster, wer nicht. Es ist halt bei League of Legends immer so, man ist auf seinem eigenen Screen immer ein bisschen früher da als auf dem Screen von allen. Das heißt, wahrscheinlich war sie auf ihrem Screen Erster, ich war auf meinem Screen Erster. Wer wirklich Erster war, weiß man nicht. Aber ja, da war die Diskussion. Sie hat Insta-locked und ja, da kann man wenig machen. Natürlich hätte ich auf die Lane gehen können und sie trollen können, aber habe gesagt, nö, mache ich nicht. Wir spielen heute Normal. Achso, Gangplank noch auf der Top-Lane, den sollte man auch nicht totschweigen. Ja, wir spielen heute Normal und von daher kann es uns eigentlich egal sein, ob wir sterben oder nicht. Ich wollte Lucian spielen, der ja aktuell auch in der Free-Rotation ist. Ja, aber daraus wurde nichts. In der Mitte haben wir bei den Gegnern Lissandra und auf der Top-Lane Wukong. Müsste zumindest so sein. Shen als Support, das habe ich selten gesehen. Nautilus im Jungle sieht man häufiger. Und Lucian als ADC. So. Und da hauen wir direkt schon mal rein. Ach, komm schon. Der erste Stack geht schon mal voll daneben. So, wichtig. Als zweites nehme ich auf der Lane immer den W-Spell. Aber hier könntet ihr den... Also hier solltet ihr den A-Spell nehmen. Och, verdammt. Okay, am Anfang ist das Stacken sehr, sehr schwierig. So, jetzt haben wir mal unseren ersten Stack auf dem Konto. Aber wir haben ein bisschen Lifesteal, was uns das Leben im Jungle ein bisschen einfacher gestaltet. So, sehr gut. Und die großen Minions, die bringen euch ja ganze 6 Stacks. Das heißt, dass ihr irgendwann sehr, sehr gut dabei seid. So. So, Smite können wir jetzt schon benutzen. Mit Nasus ist es ein bisschen langsam am Anfang zu jungeln. Und Ganks, ach komm, den hätte ich jetzt echt gebraucht. Egal, den kriegen wir gleich hoffentlich. So, sehr gut. Q-Spell nochmal stacken. Okay, die haben doch getauscht. Wukong auf der Midlane und Lissandra auf der Toplane. So, die Ganks sind natürlich dann mit Nasus nicht so stark. Aber irgendwann wird man sehr, sehr stark sein. Oh Gott, wenn ich jetzt schon sterbe, das wird mich aufregen. Zack, den Stack geholt. Sauschön, Cutter. First Blood. Ich habe gezweifelt, okay, als erstes Boots, wird das funktionieren? Aber es funktioniert. So, wir müssen hier ganz kurz zurück. Das ist ja schrecklich hier. So, das Item könnten wir uns holen. Nee, wir haben ohnehin Slow, deswegen holen wir uns doch das Rote, aber dann mit Stacks. So, und Heal Pots. Das ist das Doofe, wenn man mit Nasus Jungle spielt. Man muss sehr häufig zurückgehen am Anfang. Aber das ist eigentlich bei jedem so, außer bei Warwick. Bei Warwick kann man einfach durchrödeln. Bei Master Yi teilweise auch. Und mit Vi kriegt man den Jungle einmal komplett durch, bevor man back muss. Aber bei anderen muss man wesentlich häufiger back. Zum Beispiel mit Amumu. So, den Red Buff, den können wir gleich auch smiten. Das heißt, wir kriegen schön Leben zurück. Hier unser 30. Stack mittlerweile. Also 30. Schaden auf den Stack. Ah, hier den E-Spell, den nutze ich ja gar nicht. Warum denn nicht? So, hier der Smite kam sehr gut. Ja, läuft gut bis jetzt.
So. Holen wir uns nochmal den Buff von ihm. Damit kann man ja die gegnerischen... die Jungle Minions und ich glaube auch die gegnerischen Minions kurz stunnen bei jedem fünften, sechsten Schlag. Wie war das genau nochmal? Alle sechs Angriffe auf Vasallen oder Monster wird das Ziel betäuben. Was vor allem für den Jungle hilfreich ist. Ach komm. Hat das jetzt als Deck gezählt? Das müsste ich mal schauen. Ich probiere es mal beim zweiten aus. Na okay, das ist viel zu viel an Leben, was der noch hat. Aber doch, na, fast hätte er es verloren. So, hier haben wir sechs Stacks bekommen. Schön. Ja, ich glaube, Wukong, das ist auch nicht so schlau, einen Wukong gegen eine Katarina ins Feld zu schicken. Na, obwohl, der schlägt sich bis jetzt schon ganz gut. So, nach dem ersten Tod. Aber die Katarina hat das souverän gemacht. Lebt immer noch. Und kann jetzt weggehen, entspannt. Und wir halten mal kurz die Mitte. Und können vielleicht noch ein bisschen Farm abgreifen. Dann können wir auch ein paar Stacks uns holen, ne? Das ist doch super. Na, okay, der Wukong, die Lane ist nicht gepusht genug, als dass wir ein bisschen Farm abgreifen könnten. Schade. Zwischen Leben und Tod liegt die Unsterblichkeit. Na, das... War das ein Stack? Ja, ich glaube schon, oder? Das müsste doch mindestens ein Stack sein. Na, okay, das war jetzt ein direkter Kill. Ja, mich interessiert das, weil ich habe da auch selten drauf geachtet. So, Moment. Ich will beide. Ach, komm. Das ist doch echt mies. Im letzten Moment überlebt er das noch. Na, komm. Na, verdammt, den zweiten Healpot hätte ich eventuell nicht benutzen müssen. Gangplank auf der Toplane gegen Lissandra. Das sieht auch okay aus. So, hier holen wir uns kurz den Buff. Dann können wir auch gleich zum Blue gehen. Der ist in 25 Sekunden wieder da. Zack, der nächste Stack. Ja, und wir sind immerhin schon mal bei 26 Minions. Warum der Heimerdinger jetzt mehr Farm hat als Tristana, weiß ich nicht. Ich dachte, er wäre Support und ich dachte, die Typen wären Premates. Ist irgendwie... Ja. Wir haben es ja in dem Match gesehen, wo ich Jinx gespielt habe, beziehungsweise ihr seht es noch nicht, leider. Weil das ist ein lustiger Fehler, der mir da passiert ist. Hier habe ich übrigens wieder nicht drauf geachtet, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass der danach nochmal Schaden kriegt. Das ist lustig, weil ich habe das Match mit Jinx hochgeladen und dann merke ich, verdammt, du hast ja da einen kleinen Fehler gemacht. Du hast die falsche Datei hochgeladen. Das war eine von den drei Rohdateien aus von der Spielaufnahme. Halt komplett ohne Sound von mir. Und ja, das war halt das erste Drittel des Matches ungefähr. Aber ein super Match gewesen. Wir hatten zwei Carries, glaube ich, auf der Botlane. War da was? Irgend sowas. Auf jeden Fall haben wir das Match deutlich gewonnen. Und das war mein erstes Match gegen menschliche Gegner mit Jinx. Und ja, das war glorreich. Da habe ich schon wieder nicht drauf geachtet. Mann, ey. Immer im richtigen Moment muss man mal drauf gucken. So, jetzt aber. 93. Ja, das meine ich, der stirbt einfach jetzt nicht. Immer wenn man drauf achtet. Ja, okay. Das war wahrscheinlich zu lang her schon, dass ich den gehittet habe. So, Leute. Irgendwann ganken wir euch. Irgendwann. So, Kata schon 2-0. Schön. So, den Red Buff sollten wir auch easy hinbekommen, wenn wir den smiten. Da müssen wir noch 20 Sekunden warten. Die Golems will ich nicht machen, weil ich dann wahrscheinlich sterben würde gegen die. Ja, Ganks mit Nasus, die sind nicht ganz so stark. Das ist ein kleines Problem, was man bei Nasus hat. Okay, komm, jetzt kann ich die Golems auch langsam machen. Ja, egal, zu spät. Ich habe gerade gesehen, ich habe meinen Smite wieder ready.
Das ist ein kleines Problem bei Nasus, klar, weil Nasus ist jetzt nicht der schnellste Champ. So ein Master Yi, der käme einfach mit seiner Ulti reingesprintet und killt dann einfach alle. Aber schade, den habe ich nicht gestackt. Aber mit dem Nasus, das ist ein bisschen schwieriger dann. Aber es funktioniert trotzdem, klar. Warum? Natürlich, weil man seinen Slow hat. Zack, den Jungle nochmal geklärt. Ah, wollen wir nochmal ganken? Wir haben wenig Leben, aber wir haben unsere Ulti zur Sicherheit. Ah, ich frage auch nicht, ob die Toplane gewardet ist oder nicht. Wir gehen einfach mal hin. Die hat kein Mana. Das heißt, sie kann ihren Spell, wo sie escapen kann, auch wahrscheinlich nicht... Na, doch kann sie. Schade. Na, verdammt, verdammt, verdammt. Ah, Cutter close. Oh, das war wirklich knapp. So, dann holen wir uns mal den gegnerischen Wukong. Na, den kriegen wir doch locker. Mitte fehlt. So, den holen wir uns. Ah, okay, Mitte fehlt doch nicht. Hallo? Ach komm, gegen den Jungler, da kann man doch mal kämpfen, oder? Wukong, mach dich nicht lächerlich. Ja, sehr schön. Ja, okay, das ist jetzt das Double. Na, gehen wir mal zurück. Ich habe Angst, hier gegankt zu werden in der Mitte. Ja, verhindern wir ihn mal trotzdem ein bisschen am Farmen. Oder auch nicht. Okay, die Cutter braucht noch einen Moment. Ah, der Nautilus ist da. Der Nautilus ist da. Da engagen wir noch nicht. Was hat denn der an Items? Der hat sein Jungle-Item schon fertig. Der war einmal öfter in der Base als wir. Ah, und jetzt geht er wieder weg. Jetzt haben sie Angst. Ah, schade. Was will der denn jetzt? Okay, das war sehr, sehr optimistisch vom guten Nautilus. Och, jawohl. Sehr schön. Immerhin einen Assist bekommen. Es steht schon 4-0. Wow. Und ein Kill hat Heimerdinger. Ja, dieser Support. So, ein Stack holen wir uns noch. Danke sehr. Die Toplane wird durchgepusht. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Wir haben wieder volles Leben. Da sieht man mal wieder, was Lifesteal alles ausmachen kann bei Nasus. Egal, Botlane wird gerade bei uns durchgepusht, also von uns durchgepusht. Das passt schon. So, die Lissandra, die ahnt es schon. Ah, komm schon. Ja, okay, ich habe eh kein Mana mehr. Komm schon, Nasus, eine Kuh drauf. Damit die ordentlich noch... Nein, schade. Ja, die bekommt noch ordentlich Schaden. Na, okay. Da habe ich meinen Smite leider gewastet. Der Smite, der war echt unnötig. Leider. Hätte ich die gekillt, dann wäre das super gewesen. Hätte ich noch eine Kuh landen können. Dann wäre die jetzt tot. Oh Mann. Also in der Mitte gibt es ein richtiges Schlachtfest. Katharina lässt sich da einfach nichts sagen. So, hier kurz den Smite nochmal nutzen. Dann holen wir uns noch die zwei Stacks. Also wie gesagt, Warwick. Nasus im Jungle funktioniert ganz gut. Man hat jetzt nicht die krassesten Stacks und die krassesten Ganks, aber man ist trotzdem gegen Ende des Spiels sehr, sehr stark. Vor allem, wenn man 30 Gold zusätzlich pro großes Jungle-Monster bekommt, dann ist man wirklich sehr schnell sehr stark und man kann auch auf Angriff gehen. Ich hole mir jetzt Sheen und Boots. Und jetzt werde ich den Jungle so schnell fertig machen, dass man in der Zwischenzeit noch nicht mal Quidditch sagen kann. Aber die Gegner haben den Drake noch nicht gemacht. Das wäre eine Idee. Unsere Botlane wird ja gerade gewonnen. Die Midlane sieht auch sehr, sehr gut aus, auch wenn Lissandra jetzt da ist. Da könnten wir eigentlich rein. Heimerdinger könnte sich den Blue Buff holen. Na okay, dann gehen wir doch lieber erstmal zum Drake. Na, die holen sich den aber, glaube ich, auch so schon. Oh, Heimerdinger hat den kaputt gemacht. Ich wollte den unbedingt stacken. Ich wollte den stacken, deswegen wollte ich den mit dem Q-Spell killen.
Ja, egal. Holen wir uns den Blue-Buff erstmal. That Lucian. Habe ich leider nicht gesehen. Jetzt kämpft doch nicht, Leute. Ganz ehrlich. Na? Nautilus und Shen und Lucian. Jungle und Botlane auf beiden Seiten gerade anwesend. Fokussen mich, was ein Riesenfehler ist. Gangplank kommt mit seiner Ulti rein. Sehr schön. Double Kill. Wow. Das habe ich nicht erwartet. Und keinen einzigen gestackt, verdammt. So. Sehr schön, das läuft sogar. Mit der Botlane, das hätte ich nicht erwartet. Ach, Katarina, du Fieder. Spaß. Sehr stark bis jetzt. So, und jetzt holen wir uns auch die Lissandra. Sehr gut, und die haben wir aber auch gestackt. Na, geh raus, geh raus. Schön. Wäre fast noch gestorben. Haben wir den Minion gerade bekommen? Oh, da haben wir Wukong. Wukong ist da. Vorsicht. Okay, jetzt hat sie es gesehen. Sie spielt Katar nicht auf AD. Das heißt, Red Buff macht auf dir keinen Sinn. Müssen wir den uns holen. Aber die Vögelchen kriegst du, ja klar. So, mittlerweile sieht es, was die Stacks angeht, auch einigermaßen gut aus. 175 ungefähr. Na, den wollen wir uns auch holen. 183. Kurz backgehen. Als Nasus Boots of Mobility. Nee, nehmen wir mal Boots of Swiftness mit Eifer. Oder mit Heimwacht. Ah, Moment. Na, ich kann es nicht rückgängig machen, oder wie? Och, kommt. Jetzt mal ganz ehrlich. Ich kann es nicht rückgängig machen. Ah, das ist doch ein Witz. Ja, okay. Dann haben wir jetzt 200 Gold umsonst ausgegeben. Ja. Homeguards wird sich jeder denken. Ja, warum? Warum holst du dir als Nasus Homeguards? Ja, damit man wieder schnell drin ist. Damit man sich schnell wieder Farm holen kann. Und vor allem Stacks. Stacks, Stacks, Stacks. Das ist das Wichtigste. Na. Och komm, der stirbt einfach an uns. Mein Gott, du kannst mich doch nicht einfach angreifen, du Kackwolf. So, jetzt machen wir auch noch Giftschaden. Und das Krasse ist ja... Jetzt habe ich mir das grüne Item geholt. Wollte ich eigentlich gar nicht. Plus 25% zusätzliches Leben. Ach, verdammt. Ich wollte mir eigentlich das Lilane holen. Das ist richtig fies, denn wenn ihr euch das Lilane zulegt, dann habt ihr irgendwann nicht nur euren Q-Spell als Stack, sondern ihr habt auch noch die Stacks vom Jungle-Item. Und das ist dann hart. Ja, hier holen wir uns den Wukong. Und auch die Lissandra ist kein Problem. 5-0 Nasus. Ach, du Killstealer. Warum entschuldigt sich Katarina? Ich bitte um Aufklärung. Weil sie gestorben ist, kein Problem. Ich habe 2 Kills bekommen, das ist voll cool. Die Tristana müsste sich entschuldigen, dass sie mir mein Dings geklaut hat hier. Mein Triple Kill. Voll die gemeine Sache. Egal. Wir sind gerade... extrem overpowered. Mein Gott, sind wir gerade stark. Ja, Blue Buff zu smiten, das ist mit das Sinnloseste leider, was es gibt mittlerweile. Drake 2045, ja, das wissen wir, weil wir den Drake gemacht haben. Zack. Wow, da ist auch noch Wukong. Hallo, hallo, Gangplank, Gangplank. Achso, der kämpft gerade gegen Lucian. Schön. Zack, oh Mann, oh Mann, ach komm, der erste Tod, das ist doch scheiße. Da wollte ich mal zu Null spielen und spiel nicht zu Null. Verdammt, egal, Phage holen wir uns und
Crit Damage. 8% Crit Chance. Was wir dann mit dem Q-Spell für ein Crit Damage austeilen, das würde ich gerne jetzt wissen. Wukong mit dem Double Buff. Hat der uns auch gekillt? Du Sau. Das würde er büßen. Ja, Wukong kommt eventuell in die Mitte. Also Vorsicht sein. Vorsicht sein, genau. Vorsichtig sein, liebe Leute. Bam! Und jetzt seht ihr auch noch. Homeguards auf Nasus sind overpowered. Über 800 Movement Speed. Movement Speed over 9000. So, und da sind wir. Die Sandra ist auch da. Schön. Schön. Die traut sich so schön weit raus. Jawohl, komm. Komm, Lissandra. Komm, nein, flüchte nicht. Flüchte nicht. Bleibe hier, Dämon. So, zack. Dann einmal den E-Spell rein, damit man die Rüstung weghaut. Der Smite. Und jetzt machen wir nochmal übelsten Damage. Und wir kriegen den Kill nicht. Mein Gott. Was habe ich denn für ein Karma-Konto, dass ich da den Kill nicht bekommen habe? Hätte ich warten müssen, bis der Gangplank alles raushaut und dann hätte ich erst mein Spell zünden müssen, mein Q-Spell. Kann auch an diesem Denken liegen, dass ich den Kill gerade nicht bekommen habe. Na danke, das war jetzt irritierend. Ich hatte ihn eigentlich smiten wollen und dann hätte ich meinen Q-Spell aktiviert. Hätte ich sowohl den Buff bekommen, als auch den Stack. Auch schön, die machen den Drake auch ohne mich. Ja, passt. Ach, verdammt! Du scheiß Wolf, warum greifst du mich denn schon wieder an? Ah ne, das war, davor war es unser Wolf. Nein, dieser Damage. Okay, okay, ganz schnell hier hoch. Ja, schön. Wukong, lauf uns in die Arme. Sauber. Bäm, die Hälfte des Lebens weg mit einem Q-Spell. Also... Nein! Nein! Egal, teilen wir noch so viel Schaden aus, wie es geht. Ja. Ach, verdammt. Egal, wir haben einen Kill bekommen. 7 zu 2. Das ist unfassbar stark aktuell. So, jetzt holen wir uns ein bisschen Cooldown Reduction. Darum habe ich mich ja gar nicht gekümmert. Hätte ich mal machen müssen. Na, wobei, wir haben so regulär auch schon 0%. Wollt ihr mich gerade verarschen? Ich habe 0% Cooldown Reduction. Das darf doch nicht wahr sein. Wer macht denn sowas? Abklingzeitverringerung. Humus. Das ist... Humus ist immer gut mit Nasus. Nasus, Humus. Humus, Nasus. Egal. Oder Zephyr ist auch... Ich hol mir Zephyr. Ich probiere Zephyr aus. Ich baue jetzt auf Zephyr hin. Vor allem Zephyr schmeckt saugut. Müsst ihr mal probieren. Schmeckt richtig gut. Please report Lucian for feed. Stimmt das? Mit 1,3... Das wundert mich gerade ein bisschen. Okay, Feet, ja. Vielleicht meint er auch, reported ihn für Füße. Müsste er aber mit T schreiben, ja. Ergibt keinen Sinn. Ich finde übrigens die Crit-Animation von Nasus richtig geil. Wenn man einfach, wenn er einfach mit dem, nicht mit dem Dings zuhaut, sondern mit dem, ja, mit dem, ja, ihr habt's gesehen, mit dem Dings, wo man das Teil festhält. Gott, habe ich gerade eine Denkblockade. Mit dem... Ach Gott, das erinnert mich gerade ein bisschen an, keine Ahnung, Charade und man errät den Begriff einfach nicht so... Irgendwas ganz Einfaches. Wie nennt man das nochmal, wo man die Stange festhält, um damit zuzuschlagen? Na verdammt. Hallo? Bam. Hallo, Lissandra. Och komm, da wollte ich gerade mit der Kuh raus. Oh mein Gott, das war ein krasser Damage. Einfach den Lucian totgeschlagen. Nein! Nein! Oh Mann, irgendwas an Stacks habe ich gewollt. Oder an Kills. Aber nix. So, hier. Kann man eigentlich Turrets... Warum kann man keine Turrets smiten? Das wäre doch mal geil. Das würde wieder eine neue taktische Ebene reinbringen. Ich meine, mittlerweile kann man alles smiten.
Blade of the Ruined King übrigens ist auch ziemlich lustig auf Nasus, deswegen möchte ich gerade Zephyr probieren, weil es so ungefähr gleich ist, also zusätzlicher Movement, Movement. Ja, Movement Speed bekommt man zwar auch, aber nicht bei Blade of the Ruined King, aber zusätzliches Attack Speed, das ist sehr, sehr geil auf Nasus. Auf jeden Fall sehr lustig auf Nasus. 1300 Crit Damage, das ist krass. 1300 Crit Damage ist geil. So, schön hier Farm bekommen. Brennen, es verursacht magischen Schaden pro Sekunde, der sich mit der Zeit verstärkt. Oh, sau gut. Das Item, das hatte ich mir so gut wie gar nicht durchgelesen. Na, gut zu wissen. We don't need no water, let them all the... Piep. Okay, das war ein ziemlich, ziemlich heftiger Angriff von der Lissandra. Ich glaube, da gehe ich lieber back. Nee, uns fehlen noch 550 Gold zu Zephyr. Müssen wir kaufen. Ach, vor allem, was für ein Movement Speed wir dann haben. Hallo! Oh Gott, wie der auf die Fresse kriegt. Nein! Ah, wir haben den Kill bekommen. Haha, Kata. Stell mir das schon vor, wenn sie das Video guckt. Ja. Sau lustig. Ja, aber sau gut. Hat auch 7, 3 und 10 Assists. Ja, war an 17 Kills beteiligt. Wir an 16. Verdammt, da liegen wir zurück. Aber wir haben einen Tod weniger gestorben. Feeder. So, der Schlag gerade eben. Das ist so geil, wenn er einfach crittet. Also Nasus auf Crit spielen wäre auch einfach geil. Wenn die Gegner wenig CC haben, dann kann man Nasus auch auf Lifesteal spielen. Und das ist krass. Das ist wirklich krass. Also Nasus auf Lifesteal, wenn der Gegner wenig CC hat, wie gesagt, ist übelst geil. Und wenn ihr dann auch noch Warmox habt und dann könnt ihr euer Leben einfach wieder hochheilen auf 80.000 gefühlt. Das ist einfach richtig cool. Ja. Und cool, dass das Match auch so schön läuft. Also ich habe am Anfang erwartet, okay, jetzt wo jemand sich mit mir um die Lanes battelt, wird auch ein bisschen getrollt, aber die Tristana hat sich gut angestellt und der Heimerdinger auch. Heimerdinger hat sogar nur 2 Kills, was heißt, dass er irgendwann aufgehört hat, Kills zu stehlen, hat 14 Assists. Tristana hat mittlerweile auch mehr Farm. Oh, Movement Speed. Oh mein Gott, wir haben jetzt über 900 Movement Speed, oder? Nein, 895, verdammt. Irgendwas brauchen wir, was noch Movement Speed gibt. Ja, Trinity haben wir auch schon, das gibt uns auch 8%. Wie viel haben wir denn regulär, ohne Homeguards? Das ist ja mal krass. Also Nasus mit über 900 Movement Speed, das ist doch mal geil. 900 haben wir zwar noch nicht geknackt, aber bald. So, hier, schöne Ulti. Hält die auf jeden Fall schon mal fern von unserem Mid-Turret. Ey, ich bin so schnell. Usain Bolt. So, zack. Oh Gott, wie wir die Lissandra einfach kaputt hauen. Double Kill. Ja, wenn ich jetzt einen Penta mit Nasus hinkriege. Oh nee. Dreifach. Vierfach vielleicht noch? Ach, kommt. Egal. Dreifach Kill ist auch super geil. Sau gut. Und mit Zephyr auch noch. Oh Mann, die haben aufgegeben. Mann. Schade. Alter, das war geil. Also Zephyr auf Nasus ist auch super lustig. Ist richtig gut. Und Blade of the Ruined King gibt euch ja noch zusätzlich Lifesteal. Ich glaube 10%. Ja, gucken wir mal ganz kurz auf die Graphen. Verursachter Schaden. Alter Schwede. Was ist das denn? 176.000? Well played, Oleg, ja. Aufnahme haben wir natürlich.
Und es wird auch im Netz landen, das Spiel. 33.000 erlittener Schaden und trotzdem sind wir nur zweimal gestorben. Oh mein Gott. Das ist ja mal wirklich heftig. Ja. Gut gemacht. Das schreibt uns der Gegner, oder wie? Ja, Lissandra. Ja. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.